So, hallo, ich begrüße euch heute wieder zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video heute geht es darum, dass wir hier den Evo 3 RTR wieder reparieren. Der ist ja kaputt gegangen. Ja, machen wir mal die Karo weg. So, hier haben wir den schönen Motor. Das Problem ist jetzt, dass die Kupplung durch ist. Die werden wir jetzt austauschen und ja, das wird noch gut. Beginnen wir mal mit dem Wegbauen. Übrigens, ich habe heute Handschuhe an, nur wegen dem Nitro und alles. Das ist für die Finger nicht sehr gut, wegen dem habe ich Handschuhe an. Die war schnell weg. Hoffentlich knuppelt mir keine ab, sonst habe ich wieder das scheiß Problem. Und noch ein Tipp, am Motorschrauben würde ich jetzt kein Loctate dran machen, weil ich habe öfters das Problem gehabt, dass mir dann die Schrauben, also Inbusschrauben, hier sind abgenoppelt. Und dann war das perfekt mit der. Ja. Das ging dann nicht mehr so gut weg. Ich muss schauen hier, Luftfilter weg. Ja, müssen wir hier noch diese Schraube, diese Schraube hier. Schon ist der Motor getrennt. Ich gebe euch einen Tipp, immer wenn ihr vom Sprittank den Schlauch abmacht, verbindet den Spritschlauch immer mit dem Schlauch, der vom Reso kommt, also hier mit dem Anschluss. Sonst läuft euch das ganze Zeugs raus. So, hier haben wir den Motor. Den Reso nehmen wir auch noch weg. Hier haben wir die wunderbare Glocke. Ja, lösen wir mal vorne die Schraube. So, hier kommt auch schon das Kugellager entgegen. Egal. Hier sehen wir die Glocke. Ja, man sieht hier eine tiefe, man sieht hier eine schön tiefe Riefe, das ist von den Federn hier. Und wie wir sehen können, ist die schon recht runter da. Deswegen den tauschen wir die jetzt aus. Und natürlich habe ich auch noch eine neue Glocke hier. Hier, schön neu und benutzt. Natürlich auch zwei Kupplungsbacken. Hier noch Federn. Jetzt geht's los. Jetzt kommt mir noch gerade was in den Kopf rein. Muss ich noch kurz gucken. Ja, habe ich noch neue Kugellager für die Glocke. Weil das ist sehr ausgeschlagen. Ja, schön neu. Auch unbenutzt. Leg ich mal hier hin. Nicht davon. Also, da haben wir noch eine Scheibe drin. Okay, ich habe mir nicht sicher, ob es nur 1 oder 2 sind. Hier muss man jetzt diese Rätsel ablösen. Das ist immer so eine Sache für sich halt. Weil das Zeug hält schon recht drauf.
Aber hier mit einer Rohrzange kann man das schön leicht anpacken und dann lösen. Da mache ich hier kurz einen Schnitt. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder zurück. Hier noch das letzte Stück weg. Dann ist gut. Anscheinend haben sie das hier mit Schraubensicherung voll gemacht. So wie es aussieht. Dann werde ich das wahrscheinlich auch gleich machen. Dann damit zusammeneinander. Let me say that I'm grateful. Love and life, wish that I could have eight more. Not a pussy, but baby, I'm loving you. Wenn die da auch Schraubensicherung draufgepackt haben, würde ich sagen, mache ich das auch. Das kommt ja dann so hier drauf. Mal kurz gucken, ob das richtig ist. So sieht es gut. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es gerade falsch rum ist. Ja, die Handschuhe sind mir ein bisschen zu groß, aber ich habe gerade keinen anderen gefunden. Sorry Leute. Ich glaube, so ist besser. Ja, so war richtig. Glaube ich, zumindest. Ja komm, das ist schon gut. So. Ja, merkt euch immer, wie das Zeug raufkommt. Bei mir ist ein blöden Fehler passiert. Mir ist aus der Hand gefallen und dann habe ich nicht mehr gesehen, wie rum das drauf war. So, jetzt nehme ich hier die schöne Workzone-Schraubensicherung. Und ich mache hier noch drauf. Also ich würde es ja nicht zu doll übertreiben. Da spricht man von nicht zu doll übertreiben und das macht er. Er übertreibt wieder. Ich mache hier noch ein bisschen drauf. So, das reicht. Das kommt jetzt so rum drauf. Da kommt mir gleich wieder ein Sprichwort in den Sinn. Gott hebe, dass es klebe. Also, das geht schon so. Nur ein bisschen anziehen und dann... So, ist gut. Kleinen Tropf drauf wieder. Zudrehen. Hoffentlich sieht man das alles in der Kamera. Dann hier Kopf drehen. So. Jetzt kommt wieder die Kugellager rein. Das eine haben wir hier schon. Ich hoffe, die passen. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Das zweite von hinten. Ja, das ist sehr klug. Egal, das geht schon. Hier noch die Scheibe wieder rein. So, und das hätten wir schon mal. Jetzt kommt das hier noch dran. Hier habe
ich das letzte Mal gemacht. Okay, ich probiere mal den Schraubenzieher hier wegzudrücken. Ja, drüben ist besser gegangen, aber das kriegen wir schon noch weg. Ja, der ist nicht so gut raus, wobei die Feder ist weg. Das ist sowieso immer so ein bisschen ein scheiß Part hier. So, die kommen weg hier, brauche ich nicht mehr. Jetzt kommen die neuen ran. Ich darf jetzt, ich glaube, ich die Handschuhe aus. So. Ich bin ja ein bisschen weit vorne. Entschuldigung Leute, wenn man nichts gesehen hat. So, jetzt muss ich gerade gucken, wie das schon wieder ging hier. Dass das gut kommt. Motor dreht sich so rum. Wir müssen die Backen so aufgeben. War das jetzt? Die waren so drin. Scheiß Feder. Die scheiß Feder. So ist gut. Jetzt wird's lustig. Ich hasse das immer, bis das drin ist und dann geht's ja wieder. So. Und dann hier. Passt einfach bei so Sachen auf mit dem Schraubenzieher, dem Schraubendreher, dass ihr da nicht abrutscht und noch in die Finger rein stecht. Das kann sehr unschöne Verletzungen geben. So, noch die zweite. Nein, ist die Feder rausgefallen. Auch das kann mal passieren. Immer schön schauen, sieht man es, dass hier diese Feder schön drin ist. Hier drüben ist sie schon drin. Und jetzt funktioniert das schon wieder. Gut, jetzt kommt die wieder hier drauf. Die Feder. Ja, die Scheibe ist schon drin hier. Noch ein Tipp, bei Motoren solltet ihr nie Schraubensicherung verwenden, weil wenn ihr da die Schraubensicherung nicht mehr wegkriegt, habt ihr ein ernstzunehmendes Problem. Weil wenn euch da vorne hier die Schraube abnubbelt, dann könnt ihr erstmal den Motor zerlegen und neue Kurbelwelle reinbauen. Und die ist nicht ganz billig. So. Reindrehen. So, dreht sich auch schon super. Gut, das war die Reparatur von meiner Kupplung. Hier kommt noch so Schraubensicherung rausgespritzt. Danke Leute fürs Zuschauen. Ja, kommentieren, abonnieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.